Hi! Keine Booster, ein Pokéminat und ein weiteres informatives Video. Die Pokémon Company International hat eine neue Erweiterung des Sammelkartenspiels bekannt gegeben. Und zwar soll diese den Namen Weg des Champs tragen. Die Erweiterung soll ab dem 25. September 2020 weltweit erhältlich sein. Beinhalten wird sie über 70 Karten und unter den 11 Pokémon Wii Karten werden sich Isarflow Wii, Lucario Wii und Fuecro Wii befinden. Des Weiteren wird es bei den Pokémon VMAX Karten noch Kamalm VMAX und Pokusan VMAX geben. Darüber hinaus werden 4 Full Art Pokémon Wii und eine Full Art Unterstützerkarte erhältlich sein. Die Erweiterung kann lediglich über spezielle Kollektionen gekauft werden. Die PIN-Kollektionen wird es in 6 verschiedenen Versionen geben, jeweils passend zum Stil eines Arenaleiters der Galar-Region. Neben Boostern zur neuen Erweiterung wird es einen PIN zum Arena-Logo, eine holographische Karte des Partner-Pokémons des Arenaleiters geben. Die ersten 3 Kollektionen erscheinen mit Yaros Turfield, Kate Keelton und Kabus Ancient City Arena direkt am 25. September 2020. Die restlichen 3, Papelas Fairbelly, Ness Spikeford und Roy's Claw City Arena folgen am 13. November 2020. Darüber hinaus werden auch Spezial-Pin-Kollektionen zu den Arenen in Passback, und Sir Jester erhältlich sein. In diesem sind, anders als in den vorherigen, 2 Pins mit Arena-Logos und 2 holographischen Karten mit den Partner-Pokémon enthalten. Beide Kollektionen werden am 2. Oktober 2020 im Handel erhältlich sein. Am 25. September 2020 wird eine Top-Trainerbox zur Erweiterung Weg des Champs mit Giga Dynamax Chlorak erscheinen. Diese beinhaltet eine Full Art Promokarte mit Chlorak Wii, 10 Booster Packs der neuen Erweiterung, 65 Sleeves, 45 Energiekarten, der Infobroschüre, 6 Schadensmarken, ein Turnier zugelassener Würfel, Marken für die speziellen Zustände, die Sammelbox inklusive 4 Trennstäben zum Organisieren sowie einen TCGO Code. Selbstverständlich alles im Chlorak VMAX Design. Außerdem wird es am selben Tag eine Zwolok Wii Kollektion geben, die eine holographische Promokarte von Zwolok Wii und 4 Wege des Champs Booster Packs enthält. Zuletzt wird am 23. Oktober 2020 eine Spezialkollektion mit Mary veröffentlicht. Diese Kollektion wird es in 2 verschiedenen Fassungen geben. Einmal die Version für den amerikanischen Markt, die 2 Pokémon Wii Promokarten, 8 Booster Packs, 2 Sammler Pins und eine Spielunterlage enthält. Zum anderen die für den europäischen Markt, die leider nur 5 Booster und einen Pin beinhaltet, ansonsten allerdings identisch ist. An diesem Tag erscheint ebenfalls eine Cilibrim Wii Kollektion, die neben einer holographischen Promokarte zu Cilibrim Wii auch 4 Booster Packs enthält. Nun noch Werbung in eigener Sache. Aktuell haben wir ein Gewinnspiel laufen, welches noch bis zum 31. Juli läuft. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr in diesem Video. Sollte euch das Video gefallen haben, dann klickt doch völlig kostenfrei auf den Abonnier-Button und unterstützt uns damit, dass wir mehr solcher Videos produzieren können. In diesem Sinne, macht's gut, ciao! Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end.